Atmosphäre in der Barlieber Grundschule. Immer am Montagabend treffen sich hier die Mitglieder des Chor Concordia und proben für zukünftige Auftritte. Der Chor Concordia steht für eine lange Tradition. Seit 1991 leitet Hans-Joachim Böhme die Sänger und Sängerinnen an und hat sie zu einem Ensemble von beachtlicher Qualität geführt. Das setzt viel Arbeit aller Beteiligter voraus. Mit Freude und Spaß jeden Montag bei Wind und Wetter zur Probe kommen und bei den Auftritten dann auch merken, dass das Gegenüber, also das Publikum, ist honoriert. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, was alle immer wieder antreibt, hierher zu kommen. Gegründet wurde der Chor 1880 als Männerchor und es gibt nur wenige Dokumente aus dieser Zeit. Kriege und gesellschaftliche Umbrüche hinterließen auch in der Geschichte des Chores ihre Spuren. 1963 wurde der Chor als Betriebschor des VEM Barleben wieder gegründet und seitdem ist es ein gemischter Chor. Doch nach wie vor legt man hier großen Wert auf Exaktheit in der Interpretation und auf die Musikalität, die auf die Zuhörer überspringen soll. Also ich war eigentlich nie ein Freund von irgendwelchen halbfertigen Sachen, das ist wahrscheinlich vererbt. Und so haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass das mir auch wichtig ist, dass nicht nur die Töne stimmen, sondern alles drumherum, Diktion, alles was dazugehört, das war das entsprechend unserer Möglichkeiten ordentlich rüberbringen. Singen im Chor bringt Freude und ein immer wiederkehrendes Gemeinschaftserlebnis. Wie ist das mit weiteren Mitgliedern? Hätten die beim Chor Concordia eine Chance? Immer wieder gern und vor allem Männer. Männer, Tenöre haben wir, sehen Sie ja, 5 Tenöre, 4 Bässe. Also wir können immer wieder gerne Nachwuchs gebrauchen. Auf der Internetseite des Chors, Sie finden die Webadresse unten eingeblendet, finden Sie auch die nächsten Termine, zu denen Sie sich anhören können, was mit viel Fleiß und Freude immer Montagabend geübt wird. Oh, yeah.